Warum haben wir Padawane immer nur so einen dünnen Mantel an? Das gibt's doch nicht. Oh, ist das kalt. Ich bin ein Mensch und mein Name ist Luke. Und ich bin hier jetzt auf diesem Planeten gelandet, um endlich mal meine Padawan-Prüfung abzuschließen. Und hier hinten müssen eigentlich schon meine anderen Padawane mitstehen. Oh, tatsächlich, hier sind sie alle. Hallo, schön euch alle zu sehen. Ich bin jetzt endlich hier, um meine Prüfung abzuschließen. Calorian Becku, wenn es überhaupt dein echter Name ist. Jetzt sollen wir einfach so in diese dunkle Höhle reingehen. Na gut. Oh, du siehst aus wie ein großer Fisch. Aber es gibt immer noch einen größeren Fisch. Merkt ihr das auf jeden Fall? Oh, das sieht aber ganz schön mystisch aus. Leute, seid ihr auch alle so aufgeregt wie ich hier? Aber warum redet ihr alle nicht mit mir? Ihr habt bestimmt alle schon euer Lichtschwert. Oh, da hinten ist der kleine Weltraumkobold. Oh, der ist aber kräftig. Okay. Was passiert denn jetzt? Oh, der grüne Weltraumkobold. Der kann die ganzen Sachen bewegen mit seiner Power. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe ein ganz komisches Gefühl bei der Sache. Die Midichlorianer sind hier ganz schön stark in diesem Licht. Oh, was passiert denn jetzt? Oh, der Wasserfall. Sollen wir jetzt alle einen Bad nehmen? Das Padawan-Bad. Das ist ja auch ziemlich berühmt dafür, dass man, bevor man einen Jedi werden soll, einen Padawan-Bad nehmen soll. Das hat der Anakin nicht gemacht, deshalb ist er ewig Padawan geblieben. Ewig ein Schüler. Vielen Dank, kleiner Weltraum-Kobold. Ich werde jetzt einfach mal in die Höhle reingehen. Ihr könnt ja alle mitkommen. Folgt mir einfach. Wie, ihr bleibt einfach zurück. Ja, das ist schon frech. Aber ich muss schon sagen, ich habe hier, wenn ich diese Höhle betrete, ein bisschen Furcht. Aber Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass zu unerträglichem Leid. Oh, ich spüre sie schon, die Macht. Damit kann ich ganze Berge versetzen. Ich habe das Gefühl, ich habe Unlimited Power. Und hinten ist der Kristall für mein Lichtschwert. Moment, das kann ich auch ranziehen, oder? Oh, perfekt. Oh, wunderbar, damit kann ich mir jetzt ein Lichtschwert machen und dann die ganzen Jedis auslöschen. Den Jedis helfen, die dunkle Seite auszulöschen. Ich bin aber weit oben hier, aber ist ja kein Problem, ich kann einfach runterspringen. Schließlich habe ich ja den Highground. Oh, ich glaube, ich hätte diesen Schwert nicht rausziehen dürfen, jetzt ist die ganze Höhle eingestürzt. Jetzt kann man keine Lichtschwerter mehr herstellen. Aber naja, ich meine, ist jetzt nicht das größte Problem, dass ich hier der Weltraum-Kobold Sorgen machen sollte. Auf geht's zurück nach Coruscant, aber ich glaube, jetzt muss ich mir erstmal mein Lichtschwert hier irgendwo herstellen. Warum hat denn eigentlich so ein kleines Raumschiff so viele Räume? Das gibt's doch nicht so viel Platz hier drin. Ich würde jetzt gerne mein Lichtschwert herstellen. Oh, da kommt jemand angelaufen, ein Roboter. Ah, das ist doch der Handwerker Knievis, der Bruder von diesem einen berühmten General. Ah, wie hieß er nochmal? Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ah, ist ja egal. Und jetzt darf ich mir ein Lichtschwert herstellen. Oh, wunderbar, eine Doppelklinge. Ah ne, ich glaube, wir nehmen die Doppelklingen, auf jeden Fall. Und jetzt nehme ich am besten ein pinkes Laserschwert. Nein, ein rotes darf ich nicht nehmen, da wissen ja schon die Leute, was ich vorhab. Mit einem pinken bin ich ein bisschen unauffälliger. Aber was ist besser als ein Lichtschwert? Haha, genau zwei. Und damit kann ich hier mit umherwedeln. Achtung, Vorsicht, Lichtschwerter! Jetzt darf ich ein bisschen gegen die Drohnen trainieren, oder was? Ich werde der mächtigste Jedi aller Zeiten, das verspreche ich dir. Oh, das ist aber einfach. Oh, das war's. Oh, unser Schiff wurde getroffen. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Und ich soll jetzt irgendwo Druinen bauen? Moment, ich muss schnell. Wie viele Räume hat denn das Schiff hier? Hier muss doch irgendwo. Ah, hier ist die Druidenwerkstatt. Hm, aber komisch. Das sind nicht die Druiden, nach denen ich gesucht habe. Vielleicht kann ich hier irgendwo den Druiden herstellen. Muss ich hier irgendwo an die Werkbank oder sowas? Nee. Vielleicht hier unten rein. Ah, nee, ich glaube nicht. Ein Malwerkzeug, ein Musterwerkzeug. Moment, kann ich jetzt einfach hier wahrscheinlich die Druiden bearbeiten oder was? Oder hier kann ich irgendwas herstellen? Nee, das scheint nicht so. Scheint hier alles nicht so richtig funktionieren in diesem Schiff. Das ist ja komisch. Eine Energiezelle. Was mache ich mit der Energiezelle? Oh, das scheint zu funktionieren. Oh, wunderbar. Jetzt kann ich mir eine Druiden bauen, oder was? Oh, das ist ja cool. Und eine Energiezelle. Oh, oh, Moment. Ich war noch gar nicht fertig. Ich war noch gar nicht fertig. Oh, nein. Oh, oh, Moment. Oh, nein. Okay, da ist er. L69-13. Ab mit dir, L69. Ab mit dir aufs Schiff. Du kannst mal das Schiff reparieren. Meine, wir wurden bestimmt von einem Sternzerstörer oder sowas getroffen. Ah, Moment. Ich glaube, die gibt es hier noch gar nicht, oder? Nee, die gibt es hier noch gar nicht. Moment, L13. Wir müssen schnell zurück. Wir müssen schnell zurück nach Coruscant. Ich glaube, L6913 hat das geschafft, oder? Na, tatsächlich. Warte mal, wer war jetzt nochmal unser Droide? Weiß ich gar nicht. Gut gemacht, Padawan. Dank dir und deinem Astromech-Droiden ist die Feuertaufe repariert. Na wunderbar, dann können wir doch endlich zurückfliegen. Wow! Und dieses Schiff hier macht den Kesselflug bestimmt in weniger als 12 Parasec. Jahre sind seit der Versammlung auf Ilum vergangen. Jetzt verschlingen die Klonkriege die Galaxie im Konflikt. In diesen schwierigen Zeiten hast du deine Reise als Padawan abgeschlossen, dich den Prüfungen der Jedi gestellt und dabei Weisheiten erlangt. Du kehrst in deinem ETA-2-Abfangjäger nach Coruscant zurück und bist bereit für das nächste Kapitel, die Zeremonie der Jedi-Retter. Ich war jetzt aber auch lange unterwegs. Aber na gut, endlich bin ich wieder zurück. Zurück auf Coruscant. Ich bin mal gespannt. Jetzt sollte doch eigentlich bald mal meine Jedi-Prüfung sein oder sowas. Oder? Ich hoffe mal. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier landen. Ich hoffe mal, dass jetzt nichts Schlimmes hier passiert ist in der Zwischenzeit. Nicht, dass so irgendjemand Kanzler geworden ist oder sowas. Ich hoffe mal nicht. Oh, da ist ja wieder der Weltraumkobold. Oh, ihr seid alle hier versammelt. Hey, Leute. Oh. Obi-Wan Kenobi. Und auch die anderen, dessen Namen ich leider nicht kenne. Und da ist auch wieder der Fisch.
Der Fisch ist auch Jedi geworden, oder was? Oh. Oh, der Weltraumkobold kann sprechen. Aber die Fähigkeit zu sprechen macht dich noch lange nicht intelligent. Oh. Aber man wird hier wirklich, wörtlich zum Ritter geschlagen. Okay. Wenn die nur wüssten. Wenn ihr nur wüsstet, was ich vorhabe. Ich ernenne dich zum Jedi, Ritter der Republik. Oh, vielen lieben Dank. Oh, wenn das Anakin hört, oh, der wird sich freuen. Oh, die große Halle der Jedi-Ritter. Dann kann ich gleich mal alle berühmten Jedi-Ritter, die ich kenne, aufzählen. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und, na, ich würde schon sagen Anakin, aber der ist ja noch Padawan. Oh, das ist Obi-Wan. Und das ist Anakin, dem muss ich gleich mal davon erzählen, dass ich Jedi-Ritter geworden bin. Der wird sich bestimmt freuen. Und Mace Windu ist auch mit dabei. Oh, sehr cool. Jetzt müssen wir bestimmt... Und das ist auch schon der Weltraum-Kobold. Ich soll jetzt hier trainieren? Okay, kein Problem. Dann greife ich dich mal an. Let's go. Okay, halt dein Lichtschwert bereit. Haha. Okay, von allen Seiten. Badabum, badabam, badabum, badabam. Moment, warum zählt das nicht? Achso, ich muss erstmal in diesem Ring steigen. Oh. Okay, komischerweise hat er meine Schläge gar nicht abgewehrt. Und die sieht wirklich sehr, sehr sportlich aus. Wie ein richtiger Jedi. Aber ich muss jetzt sagen, wenn du mich als Jedi angreifst, dann ist das Hochverrat. Oh. Das wird sehr intens. Oh. Oh nein. Oh, das ist aber schwierig, gegen den zu kämpfen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, du unterschätzt meine Macht. Oh, jetzt hat er einfach geblockt, oder was? Aber was ist besser als eine Klinge? Ich sag's dir, zwei. Siehst du? Mit einer kann ich blocken und mit der anderen einfach immer zuhauen. Und die anderen gucken da einfach ganz entspannt zu. Das gibt's doch nicht. Okay, aber Moment, das kriegen wir doch hin. Aber vielleicht ist es ja auch gar kein Jedi hier. Vielleicht ist es einfach nur ein Roboter. Badabum, badabam. Oh. Quilio. Quilu Zanks. Oh, ich habe das Duell abgeschlossen. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja tapfer gekämpft. Und ich, okay, warte, gehen wir einfach mal weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Lobby. 61, 62, 63, 64, 65. Und was kommt danach? Genau. Ich sag mal Anakin. Der kennt sich da mit den Zahlen bestimmt richtig gut aus. Anakin, weißt du was? Übrigens, Anakin... Ich bin Jedi-Meister geboren. Und du noch nicht? Aber egal, wir können ja trotzdem zusammen Aufträge machen. Ich habe dabei aber ein ganz, ganz mieses Gefühl. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, in einem großen Raumschiff. Ist das Anakins privates Raumschiff? Oh, das sieht ja ein bisschen aus... Das sieht ja ein bisschen aus wie so ein großes Raumschiff, was später mal existieren wird. Hm, komisch, dass Anakin so ein riesiges Raumschiff hat. Hm, das ist schon merkwürdig. Und hier ist auch Ahsoka. Oh, los geht's. Ab ins Weltraum. Oh, Moment, waren diese drei riesigen Schiffe in diesem noch größeren Raumschiff? Ah, das gibt's doch nicht. Das ist ja verrückt. Wo fliegen wir denn jetzt überhaupt hin? Was war denn jetzt? Moment, ich hätte eigentlich den Auftrag richtig durchlesen sollen. Ach, als Sith brauche ich das nicht. Dann muss ich nicht meine Aufträge durchlesen. Ah, ich bin ja gar kein Sith. Oh, was ist denn jetzt passiert? Den Traktorstrahl. Oh nein! Wir werden hier zu einem anderen Raumschiff gezogen. Genau deshalb hasse ich das Fliegen. Oh nein! Hilfe! Ich will das nicht. Oh, das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Oh nein. Oder war das unser eigenes Raumschiff, was uns wieder zurückgezogen hat? Vielleicht wurde ja der Auftrag abgebrochen. Oh nee, wir sind tatsächlich im Gefängnis. Oh, aber L69 hat es geschafft aufzumachen. Perfekt. Oh, ein Klonsoldat. Ach stimmt, ihr gehört ja zu uns. Noch. Noch. Los L69, mach mal die Tür auf. L69, ach hier kommst du gefahren. Okay, aber Moment, wenn wir hier die Tür aufgemacht haben, dann können wir weiterziehen. Wir müssen jetzt einfach nur unser Raumschiff finden. L69, hier habe ich noch einen Auftrag für dich. Am besten machst du hier die Tür auch noch auf. Ach, ihr Klonkrieger seid jetzt auch mit bei mir und kämpft mit mir zusammen. Na, das passt doch eigentlich ganz gut. Aber keine Sorge, aber L69 will irgendwie nicht so richtig. Oder kann ich einfach mit meinem Laserschwert dann einfach die Tür aufmachen? Ich glaube nicht, oder? Nee, scheint nicht so zu funktionieren. Oh, jetzt L69. Oh, Droiden! Raja. Hast du überhaupt kein Problem. Easy peasy. Lass mich eine Sache gesagt sein, liebe Klonkrieger. Wenn Droiden denken könnten, dann wäre keiner von uns hier. Das wäre ziemlich... Ah, hier kommen doch alle mit. Perfekt. Oh, Kampfdroiden. Aber das ist überhaupt kein Problem. Genau, ich lenke sie einfach ab und ihr schießt einfach von da hinten. Na, perfekt. Das ist doch ein traumhaftes Teamwork. Richtig gut. Ach stimmt, ich kann ja auch die Macht verwenden. Perfekt. Oh, Droidikas! Schnell zurück, Leute. Das sind Droidikas. Die haben Schilde. Kann ich die einfach abwehren? Ah, tatsächlich kann ich einfach abwehren, oder? Ah, muss ich auch ziehen. Okay, ihr kümmert euch mal darum und ich bleibe so lange hier hinten. Ah nein, Quatsch, ich helfe euch natürlich. Oh, der wollte wegfliegen. Oh, aber ich kann tatsächlich auch die Macht verwenden, aber warum treffe ich denn eigentlich nicht die Klonkrieger, sondern nur die Droiden? Oh, Droidikas besser gesagt. Und die Kampfdroiden. Oh, hier sind noch viel mehr. Oh, das sieht aber überhaupt nicht gut aus. Moment, vielleicht kann ich die einfach mit... Aber warum kann... Ich frage mich ja sowieso, warum bekommen wir Jedis eigentlich in der Akademie nicht diesen coolen Blitz beigebracht?
Wir sind Machtblitz. Wir können immer nur schieben. Ah, ist ja komisch. Naja, egal. Vielleicht kann es ja auch der... Vielleicht kann es ja auch der Weltraum-Kobold. Das kann sein. Vielleicht kann der ja die... Diesen Machtblitz. Aber warum bringt er uns denn nicht bei? Der will das bestimmt nur für sich alleine können. Das ist aber ganz schön frech. Dafür braucht man bestimmt 66 Jedi-Punkte. In der Akademie. Das kann ich mir vorstellen. Oh, hier. L69. Hier kannst du auch das Tor aufmachen. Aber irgendwo muss es doch hier unseren Flieger geben, oder? Vielleicht ist hier hinten noch irgendwas. Oh, hier sind noch mehr Droidikas. Oh, Vorsicht. Oh, die haben schon ihren Schild verloren. Irgendwie habe ich die viel schlimmer in Erinnerung. Na, ist egal. Ich glaube, die Verhandlungen sind eh gescheitert. Verhandeln brauchen wir hier gar nicht mehr. Oh, da kommen noch mehr Droiden. Oh, abgewehrt. So, wo ist denn jetzt hier unser Raumschiff? Müssen wir ein bisschen weiterziehen. Aber ist ja, ich kann ja die ganze Zeit einfach abblocken, oder was? Und oh, vielleicht ist ja hier endlich mal unser Schiff drin. Ich hoffe mal... Oh, 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 oh. Hello there! General Luke Nobi. Oh, oh, muss ich jetzt wirklich... Oh, oh. Oh, oh, ich muss gegen... Hello there, hello there. Du magst diese Worte gar nicht, ne? Und es macht dich ganz wütend. Entschuldigung. Hello there. Oh, oh, schnell weg. Tut mir leid, ich wollte sie nicht wütend machen. Herr von und zu Grievous. Oh, oh, komm ich hier hoch? Ich komme hier nicht hoch. Oh, oh, hello there. Hello there. Oh, der wurde richtig wütend. Das sind seine zwei Lieblingsworte. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, der macht aber viel Schaden. Und noch mehr Droidikas. Warum hatten die hier so viele Roboter? Oh, oh. Aber guck mal, was ist besser als zwei Lichtschwerter? Vier. Ich hätte auch gern vier Lichtschwerter. Warum kann ich nicht vier Lichtschwerter tragen? Ich meine, gut, ich habe nur zwei Arme. Aber wenn man das richtig trainieren würde, das kann bestimmt der Weltraum-Kobold, dann kann man die Lichtschwerter bestimmt auch mit dem Fuß halten. Das wäre mal interessant. Hello there, hello there. Oh, der wird immer wütender. Hilfe. Oh, oh, das tut mir leid. Oh, da hast du den Fuß verloren. Was macht denn L69 mal für komische Geräusche? Keine Sorge, L69, wir haben das. Wir haben das im Griff. Hello there, hello there. Der kann sich nicht kontrollieren. Oh, jetzt macht er diese coole Slice-Attacke. Siehst du, und genau das kann man mit vier Lichtschwertern machen. Und du kannst ja auch wie so ein Helikopter tragen und dann wegfliegen einfach. Achso, ich musste nur warten, bis das Schiff repariert ist. Na, perfekt. Schnell weg. Schnell weg. Oh, da hinten kommt er. Hello there. Hello there, hello there, General. Oh, ich hab's geschafft. Schnell weg. Hello there, hello there. Oh, tut mir leid. Senior Grievous. Oh, 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 nö. Och, Mann. Oh, nö, jetzt ärgert er sich. Der Arme. Aber ich habe überlebt. Oh, wer hätte das gedacht? Anakin, du wusstest ganz genau, dass das eine Falle war. It's a trap. Du wusstest das. Du Ratte. Naja, egal. Hauptsache, der Auftrag wurde erledigt. Ich meine, jetzt bin ich dem Schritt, ein Jedi-Meister-Meister zu werden, noch näher. Das ist nämlich die nächste Stufe nach Jedi-Meister. Der Jedi-Meister-Meister. So, es wird Zeit für den nächsten Auftrag. Oh, wer bist denn du? Und du siehst auch aus wie so ein Weltraum-Kobold. Okay, ab in die nächste Kammer. Ah, Moment, das ist doch dieser Planet, wo die Klone hergestellt wurden. Dieser gute Wetterplanet. Oh, das sieht aber auch richtig gefährlich aus. Aber nicht, dass wir jetzt hier gegen Klone kämpfen müssen. Ich hoffe mal nicht. Okay, jetzt landen wir hier wahrscheinlich, oder? Ja, tatsächlich. Mit meinem Weltraumjäger. Ich bin mal gespannt. Ah, dieser Planet sieht wirklich düster aus. Gibt es hier nicht auch diesen Kopfkritiker? Ah, hier gibt es auch diese Langhalsdinger. Danke für deine Hilfe, Jedi. Nach dem letzten... Okay, warte mal, wir gucken einfach weiter. Kamino aus... genau, das ist Kamino. Besiege so viele Droiden wie möglich. Wann gibt es denn auf Kamino Droiden? Das ist ja merkwürdig. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Oh, hier sollte man, glaube ich, nicht runterspringen in das Wasser. Das sieht nicht so gut aus. Was sind jetzt hier einfach Droiden? Ja, tatsächlich, hier sind Droiden. Wo kommen denn die Droiden her? Und hier gibt es auch noch irgendwas auf dem Boden. Ach, das ist Energie. Perfekt. Oh, das sind aber viele. Ah, die schießen sich auch gegenseitig ab. Okay, das ist aber kein Problem. Das ist ja easy. Die sind jetzt nicht so stark. Aber hier kommen noch mehr. Wie viel muss ich denn überhaupt hier besiegen? Muss ich alle besiegen oder was? Ah, tatsächlich. Und da gibt es noch welche, die fliegen können. Aber Moment, die kann ich abwehren. Ich bin stark genug. Du kannst nicht von mir wegfliegen. Ich bin der Senat. Oh, hier ist auch noch ein paar Droiden. Oh, die fliegen, versuchen alle wegzufliegen. Was soll denn das? Die machen auch ganz komische Grunzgeräusche. Das sind Schweinsdroiden. Die haben halt kein Droidenherz, sondern ein Schweineherz oder sowas. Merkwürdige Dinger. Und hier kommen noch mehr. Moment. Unlimited Power! Oh, das hat tatsächlich funktioniert. Oh, alle weggeschleudert. Aber jetzt ist die Welle 8 beendet. Wie viele Wellen muss ich denn machen? Oh, und 69 Droiden habe ich schon. Siehst du das, L69? Die haben 69 Droiden besiegt. Na gut, jetzt sind 70. Jetzt sind es immer 69. Das sind ganz schön viele. Wo kommen die denn vor allen Dingen auf alle her?
Die scheinen auch. Die sind aber nicht so stark. Obwohl, die Masse macht es dann halt, ne? Wenn's, je mehr Druiden es sind, desto weniger Schüsse kann ich abwehren. Aber mal gucken, was mich hier noch alles auf Kamino erwartet. Ja, warum hat mich jetzt der Druide am Bein erwischt? Das gibt's doch nicht. Oh, da kommt noch mehr. Oh, oh. Oh, jetzt habe ich aber ein großes Problem. Ah! Hallo, hallo! Ich habe mich doch vorhin getroffen. Oh, danke für deine Hilfe. Oh, ich bin in einem. Wie heißen diese Tanks? In einem Hypertank. Oh, jetzt habe ich Unlimited Power. Jetzt bin ich unbesiegbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich. 153 Druiden. Oh, das ist aber gut. Oh, jetzt hat auch das schlechte Wetter aufgehört. Ah, gibt's denn nicht nur schlechtes Wetter? Ah, du bist wach. Okay, ich würde gerne wieder zurückkommen, Mace Windu. Das war hier aufregend, aber das brauche ich nicht nochmal. Oh, Obi-Wan! Mit Obi-Wan haben wir noch gar nicht geredet. Hello there! General Kenobi! Oh, hello there. Okay, ich würde sagen, wir machen mal einen Auftrag zusammen. Hast du Lust? Okay, ich werde dir einfach zeigen, wie schön ich hin und her hüpfen kann. Ich glaube, aber warum machen das die anderen Jedis denn eigentlich nicht? Ich weiß nur, dass der Weltraum-Kobold das gut kann. Der kann auch gut hin und her hüpfen, aber irgendwie die anderen Jedis nicht so. Die scheinen ein bisschen langsamer zu sein. Oh, Tatooine, der Wüstenplanet. Na, den Auftrag habe ich doch bestimmt nicht von Obi-Wan, sondern eher von Anakin bekommen. Jetzt will mich doch hier bestimmt um ein paar Taskenräuber kümmern, oder? Der mag die doch so gern. Oh, hier ist noch ein Klonkrieger. Eine Gruppe Abtrünger Tusken hat eine Sandbestie. Ah, okay. Wir kümmern uns mal um die Sandbestie. Keine Sorge. Aber das einzige Problem hier an diesem Planeten ist, dass es so viel Sand gibt. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Und genau deshalb möchte ich hier nicht auf diesem Sandplaneten sein. Aber na gut. Auftrag ist Auftrag, ne? Und ich muss einfach... Oh, hier kann ich wieder einen Block bewegen. Das scheint irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Aber so funktioniert das. Ich meine, ich muss einfach als Sith einfach unauffällig sein. Und einfach versuchen, so viele Aufträge... Oh, was sind das hier? Jedi-Köpfe oder was? Oh, da oben ist auch noch... Oh, kriege ich den Stein auch noch runter? Ah, tatsächlich, das funktioniert noch. Als Sith muss ich so... Oh, was ist denn jetzt los? Oh, das war gefährlich. Als Sith muss ich einfach so unauffällig wie möglich sein. Und einfach die Jedi-Aufträge erledigen. Oh, hier sind ein paar Tusken. Hello! In der Uni habe ich Tusken studiert. 3 Semester lang. Also die Sprache der Tusken Raiders. Oh, hier ist noch ein Stein. Den brauche ich auch noch. Komme ich damit vielleicht irgendwie hoch? Aber das Schöne ist an der Macht ist, dass die halt auch, dass für die Macht halt auch physikalische Gesetze gar keine Rolle spielen. Weil wenn man sich das hier mal anguckt, zack. Für die Macht ist das egal. Die Midichlorianer, die sagen sich einfach nur, Physik gibt's bei uns nicht. Gravitation? Ach nee, brauchen wir nicht. Oh, hier sind noch mehr Taskenräuber. Okay, L69, du kümmerst dich mal bitte darum. Vielen, vielen Dank. Oh, wir haben sogar zwei Monde oder zwei Sonnen, je nachdem. Oh, was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Das ist mein ehemaliger Jedi-Meister. Was machst du denn hier? Du hast mich verraten. Du warst wie ein Bruder für mich. Was machst du denn hier? Und warum möchtest du mich auf einmal angreifen? Ich meine, du bist wahrscheinlich der Einzige, der durchschaut hat, dass ich eigentlich ein Sith bin. Aber du willst gegen mich kämpfen, das gibt's doch nicht. Mein ehemaliger Jedi-Meister. Aber keine Sorge, ich bin jetzt selber Meister geworden. Du hast keine Chance mehr. Gleich habe ich dich besiegt. Ich hätte nicht bei einem Sandaffen trainieren sollen. Ich hasse dich! Und jetzt soll ich dich einfach mit der Macht besänftigen? Oh, das ist natürlich entspannt. Oh, hey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt schlafen wir erstmal schön ein. Und jetzt ist alles gut. Okay, der Jedi-Meister muss zurück zum Rat gebracht werden. Der wird jetzt vom Rat bestraft, deshalb wurde er jetzt hier eingefangen. Das ist übrigens der größte Jedi-Meister, der je existiert hat. Gleich nach dem Weltraum-Kobold. Du warst eine große Hilfe. Ja, kein Problem. Ich meine, abtrünnige Jedis muss man immer zurückbringen. Oh, okay, Obi-Wan. Dürfte ich wieder zurückkommen? Okay, danke. Jetzt hat sogar noch der Weltraum-Kobold einen kleinen Auftrag für mich. Da bin ich mal gespannt. Guck mal, siehst du das? Ich kann hier auch lang springen. Na komisch, die treffen irgendwie meine Lichtschwerter nicht. Naja, es ist ja auch egal. Es ist ja der 65. Auftrag, den du vergibst. Da musst du halt auf den nächsten Auftrag aufpassen. Der könnte sehr gefährlich für dich werden, kleiner Weltraum-Kobold. Na klar, ich komme mit dir mit. Oh, was ist denn das für ein Planet? Der sieht aber dunkel aus und auch so bedrohlich. Eine ganz schön dunkle Bedrohung ist das hier. Aber hoffentlich kommen nicht die Klonkrieger und greifen hier an. Dann hätten wir hier einen ganz schön großen Klonkrieg. Weißt du, was ist hier passiert in der Nähe? Na, nicht, dass sich irgendwie die Sith rächen wollen. Oh. Aber schon merkwürdig, dass man als Jedi auf jedem Planeten atmen kann. Das ist schon. Aber das sieht ja auch. Der Planet sieht halt wirklich merkwürdig aus. Wie heißt der Planet nochmal? Torren? Habe ich noch nie gehört. Ist hier nicht irgendein Schloss oder sowas? Ah, Moment. Das ist ja schon. Oh, hier kommen wir einfach rüber. Na, perfekt. Ja, wie schon gesagt, also für die Macht spielt Gravitation überhaupt keine Rolle. Ist ja ganz klar. Und jetzt hier rüberspringen. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Aber Moment, ich kann doch einfach hier an diesen Bäumen hochklettern. Ich weiß zwar nicht, ob das so geplant ist, aber... Oh, die gehen tatsächlich auch runter. Oh, da muss ich aufpassen. Oh, schnell rüber. Was ist das hier? Ein Giftwald? Aber warum guckt denn der Weltraum-Kobold nicht selber hier nach? Ich meine, der kann doch
so gut wie fliegen. Wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Das gibt's doch nicht. Der ist vor mir hierher gekommen. Jetzt soll ich die linke Tempelruine erforschen. Okay, dann gucke ich mal nach, was hier los ist. Jetzt gibt's hier irgendwelche Puzzlearbeiten. Aber das frage ich mich wirklich, warum sind denn immer in diesen Tempeln, egal wo man ist, gibt es immer solche Aufgaben, wo man irgendwelche Blöcke oder sowas hin und her schieben muss. Aber jetzt mal ohne Quatsch, wenn wirklich der Besitzer dieses Tempels hierher kommt, dann muss er doch jedes Mal diese ganzen Puzzle-Aufgaben machen, damit er in den Tempel reinkommt. Das ist ja total unpraktisch. Oh, was ist denn das hier oben? Eine neue. Vielleicht kann ich jetzt den Machtblitz machen. Oh, das wäre richtig cool. Hallo? Oh, wie bin ich denn hier gelandet? Oh, Darth Maul! Oh, hallo? Schön, dass du hier bist. Ich bin einer von euch übrigens. Aber warum greifst du mich an? Was soll denn das? Du hast zwar eine Doppelklinge, aber ich habe Doppelklingen. Oh, jetzt stell dir mal vor, eine doppelte Doppelklinge. Das wäre auch verrückt. Aber warum greifst du mich denn an? Du warst mein Bruder, Darth Maul. Ich habe dich geliebt. Und jetzt greifst du mich hier einfach an. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber Moment, ich springe einfach über dich drüber. Du kennst ja diesen Move schon, oder? Das kennst du ja schon von jemandem. Hey, 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 Darth Maul. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Immer langsam mit deiner doppelten Doppelklinge. Aber damit könntest du eigentlich, wenn du die richtig schnell drehen würdest, dann könntest du doch damit eigentlich hochfliegen, oder? Das wäre doch richtig praktisch. Stell dir das mal vor. Probier das einfach mal aus und flieg einfach mal hoch. Und dann lässt du dich einfach fallen. Ich glaube, das wäre am besten für uns alle. Oh. Oh, das war gar nicht Darth Maul. Okay, also ich dachte schon, ich wurde jetzt von den Sith verstoßen. Das wär's. Und jetzt noch mehr Puzzle? Das verstehe ich nicht. Warum gibt's denn in diesen Tempeln immer so viele Puzzle? Und irgendwie scheint auch meine Macht nicht richtig zu funktionieren. Oh, kommt jetzt nochmal Darth Maul? Oh ne, Count Dooku! Oh, Count Dooku, könntest du mich bitte ausbilden? Ja, verstehe ich nicht, warum greifst du mich denn an? Ich bin nur einer von euch, erkennst du an meinen Lichtschwertern. Die sind noch nicht ganz rot. Ich bin kurz davor, komplett der Sith. Wow, 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 was war denn das, bitteschön? Pass mal bitte mit deinen Blitzen auf! Damit kannst du jemanden ernsthaft verletzen. Oh, das kann ich aber auch bald. Warte nur ab, Count Dooku, warte nur ab. Oh. Das war auch nicht der echte Count Dooku. Strange. Und wer hätte das gedacht, dass noch mehr Rätsel hier auf mich warten würden? Und dass die Rätsel immer komplexer werden? Oh, was ist das für eine schöne Lache? Unlimited Power. Diese Lache. Ich werde der Nächste. Unlimited Power. Do it. Do it, Luke. Do it. Oh, du kannst es nicht abwehren. Du kannst mich nicht besiegen. Du kannst mich auf keinen Fall besiegen. Ich bin viel schneller. Hey. Hast du jemals die tragische Geschichte von Darth Luke? Oh, weg ist er. Oh, ich hab ihn besiegt. Jetzt bin ich der Imperator. Oh, das darf aber keiner wissen, dass ich jetzt der Imperator bin. Okay, ich muss einfach so tun, als wäre ich kein Imperator. Ich muss einfach so tun, als wäre ich ein Jedi-Ritter. Ich meine, das merkt ja eh keiner, oder? Ich hoffe mal. Oh, da steht der wahre Imperator. Das gibt's doch nicht, der wahre Imperator. Darth Jar Jar. Ich verbeuge mich vor Ihnen, Darth Jar Jar, der mächtigste aller Sith. Das gibt's doch nicht. Dass du hier... Oh, ich habe alle Aufträge erfüllt, oder? Oh, tatsächlich. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Darth Jar Jar. Übrigens, eigentlich will ich ja der Imperator sein. Übrigens, Obi-Wan, da drüben ist der wahre Sith-Lord, ne? Also, du weißt schon, was zu tun ist. Do it.